Die Corona-Krise provoziert viele Fragen, auf die es nur nach und nach Antworten gibt. Da sprießen Verschwörungstheorien aus dem Boden. Kontrovers hat mehrfach über die Sekte Organische Christus-Generation, ihren Gründer Ivo Sasek und ihre Internetseite Klagemauer TV berichtet. Dort wird behauptet, Corona sei Teil eines Krieges gegen die Menschheit. Was sie nicht so laut sagen, die Sekte sammelt Daten über Personen des öffentlichen Lebens. Über 1000 Politiker sind beispielsweise erfasst. Recherchen von Ralf Fischer und Sami Kamis. Hallo, ich bin Ivo Sasek. Darf euch begrüßen aus meinem gesperrten Restaurant hier in Walzenhausen im Hauptsitz von Panoramafilm und KlarTV. Warum sind wir so hartnäckig? Es gibt eine einzige, einfache Antwort. Weil hier ein realer, hybrider, brutaler Krieg tobt gegen diese Menschheit. März 2020. Corona, Teil eines Krieges? Ein Mann aus der Schweiz instrumentalisiert die Krise für seine ganz eigene Botschaft. Mehrfach haben wir über Ivo Saseks Aktivitäten berichtet. Die fragwürdigen Botschaften auf KlarTV, verborgene Druckereien und Fernsehstudios seiner organischen Christusgeneration OCG. Zuletzt dann Hinweise auf Freundes- und Feindeslisten von Politikern und Journalisten. Ein Anruf lässt alles noch merkwürdiger werden. Hallo, hier ist Ihre Mobilfunk. Uns wird ein Datensatz angeboten. Hat auf mich den Eindruck, wie wenn man mich da halt entsprechend ausgeforscht hat. Es geht schlichtweg einen Schweizer Guru nichts an, wo ich privat wohne. Und meine private Handynummer geht einen Schweizer Guru auch nichts an. Warum werden denn da persönliche Daten erfasst? Wie kann denn das sein? Was steckt da wirklich dahinter? Wahrscheinlich wäre ich sogar ein bisschen beleidigt, wenn ich nicht auf der Liste stehen würde. Wir bekommen Auszüge einer Liste zugespielt. Eine enorme Sammlung. Die Inhalte, viele Namen, auch Adressen, Telefonnummern. Zum Teil gespeicherte Daten aus intimsten Bereichen, gesammelt von der organischen Christusgeneration. Sasek hat sie gegründet. Sein Name macht uns hellhörig. Bad Tölz, Treffpunkt Marktgasse. Hallo Herr Wagner, hallo. Grüß Gott. Das ist der Platz, oder? Genau, das ist der Platz. Andreas Wagner, Politiker und Friedensaktivist aus Geretsried. 2014 tritt an diesem Platz eine neue Friedensinitiative auf. Aktivisten, die Flyer von Klagemauer TV verteilen. Wagner recherchiert und vermutet, dass eine religiöse Gruppierung damals versucht, an die Friedensbewegung anzudocken. Es ist die von Ivo Sasek. Wagner ist alarmiert, gibt uns damals ein Interview. Das, was eben Sasek macht, das ist Angst verbreiten und gleichzeitig eben auch Hass zu sehen. Ja? Ivo Sasek widerspricht damals dem Vorwurf vehement. Jahre später findet sich Andreas Wagner auf der Liste, genau wie andere, die in unserem Film damals Sasek kritisiert haben. Wenn Sie wollen, zeige ich Sie Ihnen mal, was da vermerkt ist. Oh ja, meine persönliche Anschrift, eine persönliche Telefonnummer und Hinweise zu Organisationen, in denen ich mal Mitglied gewesen bin oder in denen ich Mitglied bin. Mein Beruf ist angegeben, meine Parteizugehörigkeit. Ja, ist schon Hammer. Dass ich auf der Liste von der OZG auftauche, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und werde natürlich auch überlegen müssen, wie ich damit umgehe. Warum finden sich unsere früheren Interviewpartner auf einer OCG-Liste? Die Sammlung ist enorm. Es sind über 8200 Datensätze. Personen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Eine Liste, die Teil eines sogenannten Verursacherlexikons sein soll. Darunter auch Politiker, Journalisten, Sektenbeauftragte. Einige mit Privatadressen, wie auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese Liste ist neu aufgetaucht. Andreas Zick ist Experte für solche Datensätze. Weil es Übergriffe gegen Politiker gegeben hat, nimmt er allgemein solche Listen sehr ernst. Das kann eine einmalige Hasskampagne sein, das kann ein einfacher Twitter-Post sein, aber wir wissen aus der Vergangenheit, aus der hohen Zahl der Hasstaten gegen Amts- und Würdenträger, sie kursierten vorher mit den Privatadressen. Insofern führt dann auch eine Liste
dazu, dass Menschen sich psychisch schwer eingeschränkt fühlen, weil sie schlichtweg bedroht sind. Wir machen uns auf die Suche nach dem vermeintlichen Verursacherlexikon. Im Netz finden wir schließlich eine solche Datenbank. Unter einer Webadresse, die zur organischen Christusgeneration gehört. Auf unsere Anfrage bestätigt Sasek die Existenz einer solchen Datensammlung und schreibt uns: Die von Ihnen gefürchteten Listen dienten der OCG einzig und allein zur persönlichen Orientierung und Weiterbildung, welcher Art und Gesinnung unsere Volksvertreter sind. Ein internes Hilfsmittel, um Kontakt zu Politikern aufzunehmen, schreibt Sasek, ein Mann, der viele Politiker für gesteuert hält. 2012 mobilisiert er seine Anhänger für eine Art Krieg. Die Demokratie sei ein gezieltes Programm, um uns zu entwaffnen, um uns zu zerstören, um uns die Macht zu brechen. Ein gezieltes Programm, und darum muss überall demokratisiert sein. Ich sag's nur wieder, wenn wir das miteinander ans Licht bringen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Elite von diesen paar hundert da oben zu stürzen, dass man ihnen nicht mehr gehorcht. Die OCG glaubt, einer angeblich geheimen Elite das Handwerk legen zu müssen, weil diese Elite die Menschheit nahezu ausrotten wolle. Die aktuelle Corona-Krise passt in dieses Weltbild. Saseks Seite Klagemauer.tv suggeriert, Corona, eine Biowaffe, die Pandemie gar gezielt ausgelöst. Produziert wurden Verschwörungsfilme, auch im schwäbischen Mertingen. Lange war das verschleiert. Erst Kontroversrecherchen haben das aufgedeckt. Fabian Mehring kommt aus dem Nachbarwahlkreis. Seit Wochen beschäftigt sich der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler mit der OCG. Auch er findet sich auf der Liste. Es ist tatsächlich so, ich sehe da meine private Wohnadresse, nicht diejenige meines Stimmkreisbüros oder meines Büros hier im Bayerischen Landtag. Ich sehe da meine private Handynummer, nicht meine Diensttelefonnummer, sodass das also schon auch eine bemerkenswerte Tiefe und Akribie hatte. Februar, Innenausschuss des Landtags. Die Politik befasst sich mit der organischen Christusgeneration. Auf Initiative von Fabian Mehring. Zuvor hat der BR über Datensammlungen der Sekten berichtet. Die Abgeordneten fordern Aufklärung durch die Staatsregierung. Einstimmig. Das sind sämtliche Fraktionen und sämtliche Mitglieder dieses Ausschusses. Es ist mehr als nötig, sich mit Verschwörungstheorien im Netz stärker zu beschäftigen. Insofern müssen wir zuerst mal Behördenabfragen machen, müssen wir Online- und Internetrecherchen machen, um eine gesunde Basis zu haben. Ich sehe es auch sehr, sehr gefährlich. Was damals niemand weiß, alle anwesenden Abgeordneten sind bereits von der OCG erfasst. Im Verursacherlexikon, kurz V-Lex. Gründer Sasek beschwichtigt und versucht, die Verantwortung von sich zu weisen. Er schreibt, dass ich um meiner vielen Dienste willen das V-Lex noch nie persönlich zu Augen bekommen habe. So wie ich aber informiert bin, werden nur öffentlich zugängliche Kontaktadressen zusammengetragen. Also es ist so, dass man als Politiker natürlich eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass ich auch privat im Ehrenamt engagiert bin, Vereinsvorsitzender bin. Ich kann nicht ausschließen, dass meine Telefonnummer, mein Wohnort da in irgendeiner Art und Weise recherchierbar gewesen ist. Ich unterstelle jetzt also nicht, dass das da auf dunklen Kanälen zusammen recherchiert werden musste. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das auch so eine Schwelle, die wir in einer Demokratie mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz von Politikern auch niemals einfach überschreiten lassen dürfen. Ivo Sasek, 2003. Auf Deutschlandbesuch mit seiner Familie. Ein Schweizer Prediger. Mit der Botschaft einer heilen, perfekten Welt. Doch die Fassade bekommt Risse. Sasek gerät in die Schlagzeilen. Wunschstriemen reinigen den Willen und Schläge die Kammern des Leibes. Weil er lehrt, dass Kindern mit der Rute der zum Bösen verführende Eigenwille ausgetrieben werden muss. Mama, bitte züchtige mich, heißt sein Buch. Sasek wird von der Presse Prügelguru getauft. Er glaubt sich von Medien verfolgt, seine Stimme nicht gehört und radikalisiert sich. Geheime Mächte würden die Medien lenken und die ganze Welt, die Finanzwelt, die NATO und die Politik. 2012 ruft er in Chur seine deutschsprachigen Anhänger auf, Politiker auszuforschen. Wer steckt genau hinter dieser Angela Merkel? Wer steckt ganz genau
hinter all diesen Männern und diesen Frauen, die da fungieren, die ganze Zeit über die Mattscheibe springen und euch irgendwelche Dinge in den Kopf reinsetzen. Woher kommen sie? Wer sind sie genau? Wo haben sie überall Anschluss gehabt? Was für Querverbindungen pflegen sie? In welchen Vereinen drin stecken sie? Versteht ihr? Wenn das klar wird, und es wird ziemlich viel klar jetzt, von allen Seiten wird es klar, dann bricht die ganze Sache auf. Das ist der Krieg, der tobt. Das ist der Kampf, den wir gewinnen müssen. Nach seiner Predigt erhalten Anhänger im Februar 2013 dieses Schreiben. Sie werden zu Recherchen aufgefordert. Hinter allem, was getan wird, stehen Menschen. Freund oder Feind? Ist daraus später die Liste entstanden? Wir finden folgende Kategorien in den Auszügen erfasst: sexuelle Orientierung, Nationalität und Religion. Dass ich zu Charlotte Knobloch Verbindungen habe, das ist ganz klar. Zu Jan Mühlstein, zu Rabbiner Tom Kutschera. Abi Pitum ist kein Politiker. Trotzdem steht er auf der Liste. Wie mehrere andere Juden auch. In seinem Fall wurde recherchiert, dass er Vorstand einer jüdischen Gemeinde sei und zu welchen Christen, aber vor allem welchen Juden er Kontakt hat. Warum das alles? Ich kann ja nicht nachvollziehen, was so ein Verschwörungstheoretiker in seinem Hinterkopf hat. Aber es hängt ganz sicher damit zusammen, dass ich nicht nur jüdischen Glaubens bin, sondern mich auch für die jüdische Gemeinschaft ein Leben lang engagiert habe. Sasek betont, kein Rassist zu sein. Warum trotzdem Juden wie Abi Pitum erfasst werden, dazu äußert er sich nicht. Pitum will der Sekte trotzdem so wenig wie möglich Aufmerksamkeit schenken. Es mag auch sinnvoll sein, wenn sie totgeschwiegen werden. Und wenn damit nimmt man ihnen auch das Forum, in dem sie sich toll finden. Dennoch fand Sasek selbst im Bundestag ein Forum. Vor einem Jahr veranstalten AfD-Bundestagsabgeordnete einen Medienkongress. Ein Gast, Ivo Sasek und sein Klar-TV. Offenbar gab es wenig Berührungsängste mit einem Mann, der sich seit Jahren im Krieg gegen eine Weltverschwörung wähnt und dazu Daten von tausenden Menschen sammeln lässt, auch über AfD-Politiker. Wie Richard Graupner, bayerischer Landtagsabgeordneter, mit seiner Privatadresse. Die E-Mail-Adresse ist klar, MDL ist klar, mein Beruf ist klar, Partei ist klar. Ich halte es aber eben doch für bedenklich, wenn hier ganz gezielt Daten erfasst werden, wo man ja gar nicht als Betroffener weiß, wozu wird das überhaupt gemacht? Was ist denn der Sinn? Was ist denn da der Zweck dahinter? Seine Fraktion will deshalb auch Aufklärung über die OCG, die Kontakt zu AfD-Abgeordneten im Bundestag hat. Muss dann nicht quasi da genau geguckt werden, mit wem die AfD sich da einlässt? Da bin ich auf jeden Fall der Meinung. Das sind jetzt auch zum Beispiel ganz neue, ganz frische Informationen, die ich natürlich auch an die Kollegen mit Sicherheit weiterleiten werde. Über 200 Abgeordnete des Landtags sind erfasst. Ehemalige und aktuelle, viele oberflächlich, andere detailliert. Von einer Organisation, die sich in einem Krieg mit einer geheimen Elite wähnt. Sie seien voller Liebe zu allen Menschen, schreibt Sasek. Von Gewalt distanziert er sich zwar, aber seine Aussagen sind zweideutig. Das sind dieselben Gesellen, es sind immer dieselben. Die müssen weg. Die Menschheit muss begreifen, wer von der Fläche verschwinden muss. Wer den Stuhl zu räumen hat, das müssen wir ihnen beibringen. Und das braucht Geisteskraft. Ja? Worte, die den Extremismusforscher Andreas Zick beunruhigen. Es wird nicht direkt zu einer spezifischen Form der Gewalt aufgerufen, aber es tauchen Gewaltfantasien auf. Und wir wissen aus der Vergangenheit, immer dann, wenn Rechtsextreme und andere extremistische Milieus Listen geführt haben, in der Regel Taten gefolgt sind. Insofern sollte das eigentlich Behörden veranlassen, sich intensiv damit zu beschäftigen.